Leute, hoffentlich seid ihr alle gut drauf, denn wir zocken heute wieder Mario Kart Super Circuit. Wieder im 100 CCM und diesmal benutzen wir Bowser. Mal schauen, wie der sich so fahren lässt. Das ist der einzigste, der auf jeden Fall der schwerste Charakter ist. Deswegen mal schauen, wie der sich so fahren lässt. Und zwar heute im Blitzcup. So, wie immer zum zweiten Mal. Hier fängt es an mit Luigis Piste. Könnte es so auf Englisch heißen, weil ja, ich kann auch Luigi Circuit sagen, an der egal. Aber naja, okay, ich habe es ja vorhin gesagt oder so, mal schauen, wie sich das so fahren lässt. Ich habe jetzt schon mal privat schon mal gezockt. Aber ich habe das Gefühl, dass Bowser ist zwar der schwerste, aber ich kann mit dem am besten irgendwie umgehen, irgendwie habe ich das Gefühl, weil ihr seht es ja gerade selbst, ich kann damit mit Bowser übelst gut umgehen. Das war der schwerste. Okay, ich fällt zwar meistens immer so außerhalb der Strecke und so, aber es geht eigentlich, so schwer ist es ja nicht mit ihnen. Also finde ich. Wie findet ihr es so eigentlich, wenn ihr mal mit Bowser fährt? Findet es ganz okay oder sagt er, naja, es geht eigentlich so. Man muss sich ein bisschen halt rausfinden, ne? Weil er halt gerade der besondere Charakter ist. Der ist ja gerade der schwerste. Deswegen, jo. So, wir sind jetzt gerade in der zweiten Runde, gleich in der dritten. Hatten gerade noch einen roten Panzer gehabt oder so, jetzt irgendwie nicht mehr, weil ich habe irgendwie noch den L-Knopf gedrückt, aber es ist halt irgendwie auch scheißegal. Eigentlich bin ich noch gesprungen oder so, keine Ahnung, jetzt mir auch egal. Aber jetzt hier sind wir gerade Zweiter. So, ich warte mal, nein, nein, du wirst jetzt nicht weiter failen, du wirst jetzt nicht weiter failen, ich muss noch Zweiter bleiben, weil ich habe noch einen roten Panzer, den will ich, oder? Nee, ich benutze ihn jetzt. Zum Glück habe ich noch einen roten Panzer für die Verteidigung, vielleicht sogar. Und? Oder noch einen roten Panzer? Vorsicht. Ja, passt schon. Und wir sind auf jeden Fall noch Erster geworden. Oh, krass. Geil. Sky Garden zum nochmal zum zweiten Mal. Ja, ich wiederhole gerne Sachen, wenn ihr es schon bekommen habt. Irgendwas wollte ich jetzt sagen. Ja, genau. Ihr habt vielleicht schließlich schon gesehen, dass jetzt bei den letzten Parts ist jetzt kein Thumbnail mehr dabei. Ich bin zwar immer dabei, auch welches zu machen. Immer gleich, wenn ein Video rauskommt, aber ich mache das auch alles auch mit dem Handy und so, weil ich habe da noch so eine spezielle App, die kann ich auch mal verlinken oder so, wenn ich es nicht vergesse. Mit der App mache ich halt Thumbnails und das mache ich dann, wie gesagt, alles über Handy und rufe auch dafür extra YouTube, zwar nicht die mobile Version auf dem Handy, sondern diese wirkliche hier auf dem Computer, die Seite. Und macht das da alles, weil über diese mobile Seite von YouTube geht das nämlich gar nicht. Wie gesagt, über diese Internetseite mache ich nämlich das, aber keine Ahnung wieso. Ich versuche es so gut irgendwie ordentlich zu machen und so, aber es wird irgendwie nicht gemacht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht wieso. Das immer über 2 MB ist. Manchere Thumbnails, die ich mache, die bestehen höchstens nur aus einzelnen Bildern und sehr wenig Schrift und trotzdem wird es nicht erkannt. Und ich versuche es auch so auch hinzukriegen, na, die Thumbnails auch so hinzukriegen, dass die entweder wenig Bilder enthalten oder Schrift irgendwie halt. Deswegen, ich wollte auch, wo ich das Video zu den 10 Abonnenten gemacht habe, also so ein kleines Abonnenten-Special und so. Wer es noch nicht gesehen hat, kann ja gerne drauf gucken. Bei dem habe ich auch ein Thumbnail gemacht, aber es wurde nicht erkannt. Da ist einfach nur ein Hi Hintergrund, so ein normaler blauer Hintergrund mit einer Majora's Maske und dann Schrift 10 und dann unten Abonnenten. Mehr ist da nicht. Und das wurde nicht
genommen. Okay, 2 MB ist zwar jetzt nicht so viel, aber trotzdem. Weil man kann... Okay, ich kann jetzt auch nicht so richtig sagen, YouTube-Partner, weil... YouTube hat mich nicht gefragt, weil man konnte... Also ich konnte irgendwie so selbst bestätigen oder so, keine Ahnung. Weil ist das eigentlich... Ja, das, da kann ich ja euch mal fragen oder so. Ja, genau, das hat doch gezählt, dass da unten Wasser war. Ach, egal. Das war eigentlich so... Also bei mir war das irgendwie nur mit dem Bestätigen, ne? Ich weiß ja nicht, wie das bei euch war, weil eigentlich fragt ja klar bei YouTube selbst oder so wegen der Bestätigung des YouTube-Partner und so. Bei mir konnte man bei... Wie war das? YouTube, also www.youtube.de oder com/creator oder so, ich weiß gerade nicht, aber ich glaube irgendwas mit Creator oder sowas. Und dann war halt hier die ganze Liste oder so, ob das so alles aktiviert und so auch in Ordnung ist und so. Dann konnte ich halt ein paar Partner bestätigen und dann war ich, ja, YouTube-Partner. Keine Ahnung. Könnt ihr mal schreiben, wenn ihr Bock habt oder so, wie das bei euch so war, wenn ihr auch YouTube-Partner seid. Wir waren mal Donkey Kong ab. Wir haben hier noch roten Panzer. Wow. Der Krabbe hat uns fast getroffen. Oder Krebs. Oder so, je nachdem. Ja. Deswegen tut es mir auch erstmal leid, wieso es erstmal bei den Videos auch keine Thumbnails gibt. Deswegen werde ich das erstmal so lassen. Ne? Weil mir ist das. Keine Ahnung. Ich hatte keinen Bock mehr. Weil immer. Okay, was heißt kein Bock mehr? Ich hatte zwar schon Lust, Thumbnails zu machen, aber deswegen ist es besser. Und nicht nur so Bild, wo man sehen kann, ja, das und das und so. Ja. Wie gesagt, ich hatte schon Bock. Wow, das war gerade Glück. Ich hatte zwar schon Bock zu, aber da aber so nicht, wenn das da nicht geuploadet wird. Also, dass da das Thumbnail da nicht hinzugefügt wird. Darauf habe ich da keinen Bock, deswegen lasse ich das erstmal so mit den Thumbnails oder so, keine Ahnung. Mal schauen. Aber ich lasse es erstmal so. Denn das ist halt nur so gerade zum Sagen, damit ihr das Bescheid weißt. Wisst. Ein bisschen deutlich sprechen, so, ne? So, kommen wir schon zur letzten Strecke. Doch, glaube ich zumindest, oder? Na doch, glaube schon, ja. Wenn nicht, war das ein Epic Fail. Aber wird das schon nie so schlimm sein. So, wie gesagt, Sanse Till. Schauen wir, wie die so im 100 Kubikzentimeter fahren lässt. Bis jetzt ganz gut. Aber bis jetzt drifte ich manchmal irgendwie auch nicht so viel mit Bowser. Deswegen mache ich jetzt fast nur noch Driften, da kann ich besser steuern. Oh nee, nicht dein Ernst. Ey, das war schon im 50er CCM war das schon so scheiße. Oh, sammel doch mal ein paar Münzen ein. Danke. Das Piepen gibt mir übelst, ey. Nee, das regt mich immer auf. Das sind solche nervigen Töne, die mich übelst nur ankotzen. Ja. Ich könnte auch mal die Banane benutzen. Hier sind wenigstens ein paar Münzen, die könnte ich. Naja, mehr oder weniger einsammeln. Und diese Turbo. Wow. Wieder fast getroffen bei diesen. Was soll das überhaupt darstellen? Auf jeden Fall sehe ich, dass es da teilweise irgendwas ist mit Schallgeist. Das sind irgendwelche Indianerhütten, wo Schallgeist drin sind. Und so. Ja. Ja, das ist deutlich gesprochen. Allerfeinsten. Ich kann jetzt auch nicht sehen, wie viele Münzen ich jetzt gerade habe. Ich guck mal kurz auf der Seite, weil da, wo auch die Punkte sind, da touch ich gerade drauf, sag ich mal. Ich finde es gerade kein besseres Wort. Das ist genau da links in der Ecke, wo die L-Taste ist. Deswegen sehe ich das nämlich nicht. Und wir haben es auch geschafft. Und ich sehe doch, es sind nur 6 Münzen. Ja. Ich glaube, ich habe sogar gehört. Okay, weil. Ich mache jetzt nicht nur Aufnahmen und lade hoch, weil ich gucke noch bei anderen Let's Playern nach. Was ist auf jeden Fall so: Man muss noch bei jedem
Cup noch 100 Münzen oder so sammeln, damit man dann auch noch diese SNES-Strecken noch freischalten kann. Das kann ja was werden. Aber das mache ich jetzt nicht extra dann als extra Part, wenn wir dann mit allen vorbei sind. Also wir sind ja momentan auf 100 CCM. Wenn wir dann Ende des 150 CCM sind, dann werde ich auf jeden Fall dann auch die Dinger zeigen. Und wir haben tatsächlich 2 Sterne bekommen. Ernsthaft? Also damit habe ich mal überhaupt nicht gerechnet. Ernsthaft? Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, dass es jetzt 2 Sterne werden. Aber ja, okay. Ich freue mich zwar jetzt mehr oder weniger drüber, weil, ja, Rang ist Rang. Was interessiert mich der Rang eigentlich? Aber na egal. Wir sind erster Platz, haben einen Goldpokal, sind überall Erster geworden, Rang als 2 Sterne. Und, ja, zu den Dings halt nochmal gesagt, zu den Cups, weil wegen den SNES-Strecken und so. Ich werde privat, also wenn wir halt so weit sind, erst halt später, wenn wir halt so weit sind, aber ich sag das schon mal, ich sag's euch schon mal, damit ihr Bescheid wisst, boah, immer diese scheiß Versprecher. Wie gesagt, ich werde das so machen, ich werde das privat dann machen mit den 100 Münzen, weil das bringt das nochmal extra Parts zu machen, wo ich nur die Münzen sammle. Und ja, das bringt nichts. Deswegen mache ich das dann privat und ich zeige euch dann einfach dann die SNES-Strecken. Das ist gebunkt. Das machen wir dann einfach so, weil bringt ja nichts extra Parts zu machen. So, dann, ach, kleine Anmerkung. Wenn ich es heute noch schaffe, kommt noch ein neues Let's Play-Projekt. Freut euch schon mal drauf. So, dann würde ich sagen, was ist das für heute? Wir sehen uns, wenn es wieder heißt Mario Kart Super Circuit. Bis zum nächsten Mal, euer Ali Saphir. Ciao Leute, macht's gut. Haut rein.